Herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Power mit Beatrice. Ich zeige Ihnen zusammen mit der Tamara Sedmak drei Beinübungen. Einfach zum Nachmachen, machen Sie mit. Tamara hat sich 10 Minuten mit Velofahren aufgewärmt. Wir legen gerade los mit den Beinübungen. Bei der ersten Übung trainieren wir den hinteren Oberschenkel plus den Po. Tamara steht mit der Wirbelsäule an der Wand. Jetzt geht sie in die Übung rein. Sie tut 90 Grad ihre Beine anwinkeln. Am rechten Bein hat sie Gewichtsmanschette, so sein Bein strecken. Der Oberschenkel ist ganz fest angespannt, nur der Unterschenkel geht nach vorne, strecken und anziehen. Oh, die ist anstrengend. Das ist ganz eine intensive, sehr effektive Übung. Tamara trainiert Muskelausdauer. Sie macht 12 bis 16 Wiederholungen, dann macht sie eine Pause und dann nochmal zwei Serien. Bei der zweiten Übung trainieren wir das ganze Bein. Tamara steht breiter als schulterbreit. Die Füße sind leicht nach außen abgewinkelt. Sie hat Gewichtsmanschette am Sprunggelenk. Sie geht in die Übung rein, indem sie das linke Bein den Fersen anzieht Richtung Po. Und da dürfen wir jetzt schnell arbeiten. Das Gewicht ist mehr auf dem rechten Bein, das leicht in den Knien ist. Wie immer ist der Bauchmuskel drin und die Schulterblätter Richtung Po gezogen. Tamara macht Muskelausdauer, 20 Wiederholungen, eine Pause und dann nochmal eine Serie, wieder eine Pause und dann kommt die andere Seite dran. Bei der letzten Übung trainieren wir das Gesäß, das ganze Bein und die Hüfte. Tamara steht in der Sumo-Stellung. Der Bauchmuskel ist drin, die Schulterblätter zieht sie zum Gesäß. Jetzt tut sie mit dem rechten Bein das Knie Richtung Brust ziehen. Tamara macht 12 bis 16 Wiederholungen, dann macht sie eine Pause, nochmal zwei Serien, wieder eine Pause und dann kommt die andere Seite dran. Das war es für heute. Schön, dass Sie mit dabei waren.